Verwaltung und Politik können sich nicht abschotten von den Entwicklungen, die es in der Gesellschaft insgesamt gibt. Also ich möchte eine serviceorientierte Verwaltung. Ich glaube, das Wichtigste ist Mut. Mehr Mut, Dinge zu machen. Bei allem Digitalen ist es immer noch wichtig, auch persönlich darüber zu sprechen. Der Kongress ist so wichtig, weil er zum einen die Möglichkeit zum Netzwerken, zum Erfahrungsaustausch gibt und zum anderen einfach die unterschiedlichsten Bereiche von Bund, Ländern, Kommunen und aus den verschiedenen Ebenen der Verwaltung zusammenbringt. Aus meiner Perspektive hat diese Veranstaltung sich sehr des offenen Wortes verschrieben. Also hier werden in der kurzen Zeit, die ich hier sein konnte, Themen einfach direkt adressiert. Hier wird nicht lange um den heißen Brei herumgeredet. Ich glaube, dass hier eine ganz große Bereitschaft herrscht, wirklich Dinge zu verändern. Ja, ich glaube, was diesen Kongress auszeichnet, ist, dass Betroffene selbst sich Gedanken darüber machen, wie es in Zukunft besser werden kann. Wir haben eben oben schon gehört von vielen jungen Menschen, die selber in Verwaltungsstrukturen unterwegs sind und die natürlich einen ganz unmittelbaren Blick darauf haben, was in ihrem Umfeld schief läuft. Ja, die sind vielleicht schon Digital Natives, die sind mit einer digitalisierten Welt groß geworden und treffen jetzt im Berufsalltag auf eine Verwaltung, wo sie sagen, wow, so ist das doch eigentlich vor 10, 15 Jahren mal gewesen. Ich denke, dass das Barcamp sehr viel Input für den Zukunftskongress gegeben hat. Man hat gesehen, es sind viele junge, motivierte Leute da, die in der Verwaltung was verändern wollen. Es war super, dass diese ganzen Informationen, die im Barcamp zustande gekommen sind, hier nochmal aufgegriffen wurden. Es geht nicht mehr so sehr darum zu sagen, okay, wollen wir Digitalisierung, sondern es geht wirklich mehr darum, wie wollen wir es jetzt tatsächlich angehen. Die große Herausforderung ist tatsächlich dieses Once-Only-Prinzip. Der Bürger will nur einmal seine Informationen mit dem Staat teilen und dann immer wieder darauf zurückgreifen, das zu verheiraten mit unserem föderalen System. Ohne die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes mit Portalverbund und ohne die Umsetzung des Once-Only-Prinzips in Deutschland werden wir die europäischen Anforderungen nicht erfüllen können. T-Systems ist seit Jahren immer dabei. Wir versprechen uns natürlich zum einen Kontakte. Wir versprechen uns zum anderen ein paar neue Erkenntnisse darüber, was im Markt passiert. Was ich gut finde, ist, dass man schnell auf eine persönliche Ebene kommt, mit den Leuten gut ins Gespräch kommt. Die interessantesten Themen, die qualifizieren sich eigentlich erst im persönlichen Gespräch. Sie sind diejenigen, die es schaffen können, Vertrauen bei den Bürgern aufzubauen mit einer guten digitalisierten Verwaltung. Weil durch das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung spüren die Bürger auch ganz schnell, dass wir ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Und wir haben obendrein dann das Vertrauen, dass die Digitalisierung etwas Gutes bringen kann, etwas, was unser Land voranbringt, etwas, was wirklich für jeden Einzelnen jeden Tag eine Lebenserleichterung mit sich bringt. Darum muss es ja auch gehen. Aber immer noch, und das ist jetzt quasi das Wort zum Sonntag, haben Sie einfach Spaß dabei. Weil wenn Sie keinen Spaß dran haben, müssen Sie es trotzdem machen. Vielen Dank.